Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer, ja, erstmal andere Art Let's Play. Ja, eigentlich mehr Let's Show. Diesmal ein Spiel, das nicht von Nintendo kommt. Ich habe ja gesagt, dass ich ja mal ein bisschen abkapseln werde und dass ich mal ein bisschen was anderes machen möchte. Und heute mal nicht alleine. Heute mit dem Rico von den Space Bronies. Hey Leute. Jo, wir dachten uns einfach mal, weil Evolve gerade hier in der Beta ist, in der Close Beta, ich habe einen Key bekommen und ja, der Rico auch, und da dachten wir uns einfach mal, wir spielen eine Runde und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal, ne, nicht lange quatschen, ich mache mal hier Spiele suchen, weil es könnte eher eventuell etwas länger dauern mit der Suche hier, und währenddessen können wir ja mal ein bisschen beschreiben, worum es hier geht. Hast du Lust? Willst du mal wissen, was dazu sagen? Klar, also fange ich an, ja, okay. Grunde genommen, es ist ein Koop-Match-Spiel, also vier Spieler, beziehungsweise insgesamt fünf Spieler, vier Spieler in einem Team, die gegen den fünften Spieler, der ist das Monster, antreten. Monster muss für sorgen, dass es evolutioniert, also sich steigert in seiner Kraft, indem es frisst und andere kleinere Monster tötet und frisst halt, wie gesagt, ja, ich wiederhole mich, okay, ja. Muss somit schauen, dass es möglichst schnell auf die dritte Evolutionsstufe kommt. Wenn es das geschafft hat, hat es zwei Möglichkeiten zu gewinnen: entweder das komplette Team auf einen Streich auslöschen oder den Reaktor zu zerstören. Ja, ein Stromrelais, genau. Genau. Und ja, wir als, ich denke mal, wir werden das Team, das Viererteam sein, wo wir das Monster jagen müssen. Ja, und wir haben eigentlich nur ein Ziel, das Monster kaputt hauen. Und das müssen wir halt so regeln, dass wir da halt ein bisschen strategisch vorgehen. Wir müssen das Monster erstmal suchen, weil, ne, das wird sich, denke ich mal, ein bisschen verstecken, beziehungsweise versuchen, sich zu verstecken. Und es kommt immer auf die Klassen drauf an. Es gibt verschiedene Klassen, also wie er halt eben sagte. Einmal gibt es den Trapper, der sorgt dafür, dass das Monster halt in einen Käfig eingesperrt wird und kann halt so Harpunen legen, dass es halt ein bisschen gefesselt wird, damit es halt nicht so, also dass es halt in der Bewegungs, Fähigkeit, nee Quatsch, dass es in der Bewegung eingeschränkt wird, so rum. Und dann gibt es den Supporter, den werde ich, denke ich mal, hauptsächlich gleich spielen, habe ich voll Bock drauf. Oh, wir haben was gefunden, sind aber wieder rausgeflogen, warum auch nicht. Ich sorge dafür, dass die Leute nicht so schnell drauf gehen. Also kommt immer drauf an, welchen Supporter man spielt. Also es gibt einen Supporter, der kann nämlich schilden. Da kann ich sorgen, dass andere keinen Schaden bekommen, indem ich halt einfach ein Schild drauf haue. Und da kann das Monster drauf einkloppen, wie sie wollen. Dann habe ich halt einen Orbitalschlag. Da kann ich halt noch schön extra drauf hauen, also extra viel Schaden machen. Und ich kann auf jeden Fall immer eine Tarnung raushauen. Falls es also wirklich mal brenzlig werden sollte, kann ich dann einfach die Tarnung raushauen, einfach weglaufen, wenn die anderen irgendwie entweder schon tot sind oder halbtot sind. Und dann flüchte ich einfach, weil wenn wir eben nicht alle tot sind, das hat er eben schon gesagt, dann ist Feierabend. Dann hat das Monster gewonnen. Solange aber einer überlebt, habe ich halt die Chance, so lange zu flüchten, bis die anderen nach 1,5 Minuten circa wieder respawnen, sozusagen. Also die tauchen dann halt wieder auf. Denke mal, die Chance werdet ihr schon sehen, also die Chance werdet ihr haben, es zu sehen, dass irgendeiner stirbt und dann irgendwie, vielleicht sogar ich selber, dass ich das halt selber zeige, dann komme ich wieder in so einem Flugzeug oder Shuttle oder was es auch immer ist, ja, wieder auf die Karte und dann geht es von vorne und dann, ja, haben wir wieder bessere Chancen. Dann zum Medic. Gibt es noch den Medic, der sorgt dazu, wie der Name schon sagt, dass wir halt schön am Leben bleiben. Der kann nämlich heilen. Voraussichtlich spielen. Genau, es gibt einen, der kann heilen, permanent heilen, der hat so einen Healgun. Der sorgt aber auch dafür, dass man halt das Monster, ja, nicht direkt debuffen kann, aber man kann halt Zielmarkierungen an einem Monster legen, so dass wir, zum Beispiel der Supporter und der Assault, dazu komme ich gleich noch, Schaden, mehr Schaden macht. Da machen wir das Doppelte an Schaden. Wenn wir direkt auf den Punkt, wo der Medic mit seiner Sniper da drauf geschossen hat, machen wir halt den doppelten Schaden. Ja, dann noch der Assault. Der Assault ist eigentlich nur dafür da, Schaden zu machen. Also richtig krass doll Schaden. Er hat einmal so einen Blitzwaffe, ich weiß gar nicht mehr direkt, wie die heißt. Lightning Gun hieß die. Ja. Die macht, also die hat eine kleine Range, kann aber ziemlich viel Schaden verursachen. Die Lightning Gun. Dann gibt es noch das Maschinengewehr, die ist auf weite Distanz gut, macht aber nicht so viel Schaden. Die zwei anderen Sachen, jetzt weißt du vielleicht gerade noch. Die zwei anderen Sachen von dem Assault ist noch die Mine. Du kannst nämlich Minen auslegen, wenn das Monster reinlegt, dann macht das natürlich mörderischen Damage, klar, ne? Und die vierte Fähigkeit vom Assault ist ein
Selbstschild. Also er kann sich selber schilden, damit er für eine kurze Zeit unverwundbar ist, wenn das Monster einfach auf ihn drauf geht. Und ist eigentlich ziemlich cool, weil ja, man geht ja hauptsächlich auf den Assault oder auf den Medic, um halt entweder den Schaden zu dezimieren bzw. runterzuhauen, ne? Oder halt den Medic runterhauen bzw. töten, damit halt die anderen nicht so große Chance haben zu überleben. Ja, ich denke mal, das war's alles zu den Klassen, oder? Dann gibt's noch eine andere Sache, die noch erwähnenswert ist. Es gibt nicht nur eine Art von Monster, es gibt drei Arten. Der standardmäßige ist der Goliath. Der hat halt einen Feueratmen, der hat einen Steinwurf, wo er halt, ja, spricht für sich selbst, einen Stein nach reinwerfen kann. Er hat eine Rammattacke, womit er in die Menge rammen kann und ziemlich gut damit in Nahkampf kommt oder aus das Kampfgeschehen rauskommt. Und er hat halt noch eine Sprungattacke. Das wäre zum Beispiel der Goliath. Dann gibt es noch den Kraken. Ja, jeder hat auch eine eigene Taktik und eine eigene Taktik, wie man gegen kämpft, das ist auch noch wichtig. Der Kraken, der hat eine, also hat die Möglichkeit zum einen erstmal zu gleiten, also fliegen kann er nicht richtig, gleiten, damit hinterlässt er weniger Spuren. Dazu kommen wir dann noch im Spiel, wegen den Spuren würde ich sagen. Dann kann er halt, neben dem Gleiten, kann er halt noch einen Airstrike machen mit einem Blitz. Damit macht er quasi von oben einen Blitz, was er auf die Runde schießen kann eine Blitzkugel schießen. Und kann noch halt einen Flächendamage, also AOE-mäßigen Blitzangriff machen, womit er ziemlich heftig reinhaut. Und dann gibt's noch den Ghost, also den Geist. Der ist einfach nur eine verdammt schnelle Sau. Kann halt Gegner oder kann halt Spieler aus dem Geschehen rausziehen. Ja, indem er sich hinteleportiert, nimmt ihn und zieht ihn wieder raus, kann ihn dann in der Zeit richtig mies verprügeln. Anderes, was er machen kann, ist, läuft alles auf Teleportieren hinaus, ist rein in die Menge teleportieren und explodieren, dann das Teleportieren in die Menge als solches und dann noch kann er, wie war denn das, das letzte war noch, genau, er kann einen Doppelgänger machen, der dann für ihn kämpft, der aber keinen Schaden nimmt und irgendwann von selbst verschwindet. Das ist die mieseste Art, die er machen kann, deswegen ist es wichtig, beim Ghost zum Beispiel ihn immer im Blick zu behalten. Ich denke, jetzt sind alle Klassen, die es so gibt, erwähnt worden, oder? Hab ich was vergessen? Noch zwei zusätzliche Monster, die sind aber aktuell hier in der Beta nicht spielbar. Ach so, ja. Die okay. Kommen erst am 10. Februar, Leute, da kommt das Spiel raus, das Release. Da kommen die zwei extra Monster, das wird aber, wenn ich mich nicht irre, als DLC rauskommen. Natürlich habt ihr aber aktuell die Möglichkeit, das Spiel vorzubestellen, dann habt ihr die zwei Monster plus paar Skins sogar gleich dazu. Das wird also mehr auf jeden Fall als 15 Euro alles insgesamt kosten, wenn ihr das extra runterladen wollt. Und wenn ihr das halt als Pre-Order holt, könnt ihr halt die Sachen gleich mit drin haben. Das kostet, weiß nicht, wie viel kostet das Pack? 60 Euro, sagt es davon? 60, ne? 60 Euro kostet das Spiel, wenn man das kauft als Steam-Sell oder als physisches Release. Richtig. Ja. Ja, und da habt ihr halt die Chance gleich alle Monster drin zusammen, also es gibt insgesamt 5 Monster. Ich habe aktuell keine Daten, was die anderen beiden Monster sind, weil ich mich auch nicht so krass darüber informiert habe. Ich weiß natürlich, ich kenne mich jetzt ein bisschen mit der Mechanik aus und so, weil ich halt auch in der Alpha damals gespielt habe. Da war der Geist zum Beispiel noch gar nicht vorhanden. Und ja, so viel ist erstmal zum Spielen. Jetzt müssen wir halt nur noch warten, bis wir ins Spiel reinkommen. Ja, das wäre natürlich sehr vom Vorteil. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, es gibt von jeder der genannten Standardklassen auf der menschlichen Seite, gibt es halt noch zwei weitere Versionen. Die kann man halt frei spielen. Die sind dann halt nochmal ein bisschen geändert. Also aktuell sind es zwei weitere Versionen, vielleicht kommt noch per DLC was nach oder zum Release. Nur jetzt in der Beta-Version sind es halt zwei weitere. Genau, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Das hatte ich ja schon mal okay, angesprochen. Gut, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen bei mir. Okay, gut, ja, nur, dass das halt auch noch mit drin ja, ist. Ja, darauf wollte ich eigentlich noch. Und drei Maps gibt es halt noch. Ja, ja darauf okay. Wollte ich eigentlich näher eingehen. Aber das kann ich gar nicht so krass. Ich kann nur bei dem Supporter ein bisschen näher darauf eingehen, weil die anderen Klassen... Und ich nur beim Medic. Ja, die anderen Klassen habe ich nicht gespielt. Beim Medic ist es der Lazarus, ne? Oder Lazarus, oder wie der heißt. Mhm. Der kann halt weniger healen, dafür kann er aber tote Teammitglieder wiederbeleben. Mit einem Faustschlag quasi. Also der hat so eine Faustwaffe, die kann er in den Mitspieler reinrammen und kann ihn damit heilen oder wiederbeleben. Das ist schon ziemlich cool. Und beim Supporter ist es so, der kann nicht schilden, dafür kann er aber ein, ja, wie sagt man, so ein Spybot losschicken. Dann fliege ich so, kann ich die ganze Gegend erkunden und kann das Monster viel schneller finden, als wenn ich die ganze Zeit rumlaufen würde. Dann habe ich so eine Schießbots, also ich kann so Geschütze sozusagen
fünf Geschütze positionieren, einfach so um Monster rum, wenn wir gegen das Vieh kämpfen, was einfach auch die ganze Zeit instant Schaden gibt. Und das ist fürs Monster ziemlich gefährlich, da zu bleiben. Also wenn ihr Monster spielen solltet, bleibt nicht in den Geschützen stehen, weil das macht euch einfach viel zu viel Schaden. Nur mal so nebenbei. Und der andere Supporter, also Bucket heißt er, der schießt nicht mit einer normalen Waffe. Der hat so Art Raketen. Das ist so zielgelenkte Raketen, kannst du losschicken. Da hast du zwei, glaube ich, pro Aufladung. Kannst du abschießen. Und das macht auch gut Schaden. Beim anderen, der heißt Hank, hast du so eine Laserwaffe. Da kannst du halt permanent so tu piu und so. Ja, das so zu den Supporter. Und dann noch bei dem Medic, vielleicht gerade, wo wir da noch gerade waren. Der kann halt, der andere Medic, der hat halt zum Beispiel auch nicht eine direkte Heilwaffe, aber er kann AOE-Heilung machen. Und hatte dann auch noch, jetzt komme ich gerade echt nicht drauf, was der sonst noch hatte. Ich hatte mir heute alle Klassenvideos angeguckt. Aber beim Assault weiß ich, dass eine der Klassen hat zum Beispiel die Mine ersetzt durch eine Smoke Grenade, quasi so eine Giftgranate. Die ist halt echt praktisch, wenn du das Monster aus irgendwelchen Höhlen rauslocken willst. Weil die Monster sind meistens in Höhlen sehr vom Vorteil. Ja, ich glaube, wir haben das Spiel jetzt schon ein bisschen genauer erklärt. Ich glaube, so krass hätte es gar nicht vonnöten sein müssen. Aber gut, die Ladezeit jetzt habt ihr gibt es so, bisschen ja. Mal Ahnung, genau. Einfach nur wegen der Ladezeit haben wir jetzt ein bisschen geschnackt. Eigentlich ist die Ladezeit nicht so lang, Leute. Das ist jetzt natürlich mal wieder krasse Vorführeffekt. Ich glaube, ich setze einen kleinen Cut. Und wenn es losgeht, treffen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir auch wieder endlich in einer Lobby nach, ja, gut, dreiviertel Stunde? Minimum, wenn nicht sogar mehr. Ja, also ich habe jetzt leider nicht meine Wunschklasse bekommen. Ich habe jetzt den Assault und nicht den Support, leider. Hier sehen wir schon, ich habe nur Markov, das ist der Standard. Ich habe hier mein Blitzgewehr. Damit sieht man gerade, hier kann man auf nahe Distanz ein Monster gut Schaden reindrücken. Dann habe ich mein Sturmgewehr, damit kann ich halt auf ja, weitere Distanz halt Schaden drücken. Nicht so viel, aber ist halt auf weitere Distanz halt um einiges besser. Aber das hat ja gut, der Rico alles hier schon gesagt. Meine Blitzminen macht halt Schaden und mein persönlicher Schild halt, was ich vorhin alles erwähnt hatte. Und ja. Ich hab den Trapper bekommen. Maggie, Trapper. Ja, wir haben leider nicht unsere Wunschklassen bekommen. Leider, leider. Aber egal, darum ging es ja auch gar nicht. Ging einfach nur darum, damit ihr mal seht, worum es... Man kann jetzt hier sogar noch Vorteile auswählen. Sprunghöhe, Jetpack-Aufladung habe ich, Schadensbonus habe ich und schneller Wechsel. Ich nehme jetzt einfach mal den Schadensbonus. Macht bei dir sehr viel Sinn. Ich habe jetzt Sprunghöhe genommen, weil ich will, dass ich schnell vorankomme. Wir haben sogar halt einen fortgeschrittenen Supporter dabei, der Bucket. Der hat ja seine Drohne. Das ist sehr, sehr cool. Die Drohne, was ich vorhin sagte, dass man halt die Gebiete erkunden kann, um halt die Monster schneller zu entdecken. Und wenn man halt die mit der Drohne sogar ein paar Sekunden im Blickfeld hat, dann kann man die sogar halt auf der Karte direkt markieren. Dann sehen wir halt, also alle anderen sehen halt auf der Karte dann halt, wo das Monster ist. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier so gegen Pro-Monster spielen oder gegen einen Anfänger-Monster. Es kommt immer drauf an. Also wenn ein Anfänger da das Monster spielt, dann ist die Runde eigentlich recht schnell zu Ende, weil ich kenne das selber. Ich habe auch Monster gespielt, bin ein totaler Noob als Monster und der Rico auch und da dauert dann eine Runde mal, ja, 3 Minuten. Ja. Und ja, aber wenn beide Seiten ziemlich ausgeglichen sind, also das Monster wirklich Ahnung hat von ihrem Job, von seinem Job, dann könnte es etwas spannender und länger dauern. Ja, und wenn unsere Mitspieler auch noch sehr gut sind, dann kann das richtig gut sein. Ich bin hier, um Organismen zu töten und Routinewartungen durchzuführen. Ist ja cool, die Anfangsanimation. Jetzt setzt sich erst noch sein Kopf auf. Der Supporter. Ja, ist schon nett gemacht. Liebe zu dem Teil. Und wir haben gleich Daisy. 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 So, ich mache schon mal die Minimap auf. Ja. So, am Anfang ist es halt wichtig, dass man links und rechts guckt, um das Monster eventuell zu sehen. Aber ich habe jetzt nichts gesehen. Das Monster ist hier nach hinten gelaufen. Ich folge einfach, wo ist denn Daisy? Das ist
Naja, Daisy solltest du nicht hinterherlaufen. Ich, vor allem nicht am Anfang. Nee, Daisy ist erst später gut, wenn man halt die Spuren wirklich suchen will. Ja, gut, hier ist die Drohne. Ist es aber... Okay, wieder was gelernt. Das wusste ich noch nicht, weil es hieß eigentlich, Daisy sollst du relativ früh anfangen zu mit ihr vorangehen. Er läuft wahrscheinlich jetzt hier rum, deswegen... Ah, ich kann jetzt hier nur so lang. Du bist da vorne, Toki? Ja, ich bin hier vorne, ja. Ich bin ganz vorne. Ja, Daisy folgt nämlich auch der Spur. Ja. Es hat Vögel aufgeschaltet, also vielleicht hat man es gerade bei dir gesehen. Ja, ich sehe ihn. Ich habe ihn schon markiert auf der Karte. So. Sind wir schon in Reichweite? Kann ich schon werfen? Nein, ich bin noch nicht in Reichweite. Nee, der läuft auch gerade runter. Du siehst auf der Karte gerade, wo er lang läuft. Ja, ja, ich sehe es gerade auch. Ein bisschen, halten. Wir können ihn nicht halten, er läuft gerade davon. So, ich hab ihn. Ja. Wo ist er jetzt? Ja, er wird nicht entkommen. Ich hab ihn in der Arena. Nee, muss hier irgendwo sein. Der ist raus. Ach Mist. Ja, der ist raus. Also so setzt man keine Arena ein, Leute. Nein. Und schnell bitte hochhauen, weil gut, ja. Danke. Wir kamen hier nämlich nicht raus. Richtig. Ich dachte, ich hätte es noch rechtzeitig geworfen. Also, Leute, das müsst ihr euch merken. In der Arena kann man zwar reinkommen als, als Truppenmitglied, aber man kann da nicht mehr raus. Zum Vorteil? Nein. Da unten. Wo unten? Hab schon markiert. Immer auf die Karte gucken. Scheiße, ich bin von einem Monster geholt worden. Aber danke. Hab dich gehört. So. So. Jetzt, wo ist meine Karte da? Oh, Alter. Da hinten ist er. Okay, er hat sogar einen Vorteil getan. Ich hab noch Ablenkszeit, was Dings angeht. Ah, doch. Jetzt. Jetzt. Ah, ich hab ihn gefangen. Cool, cool. Kommt in die Bubble. Das verkraftest du nicht. Also man sieht, er ist geslowt, wenn er so grün angezeigt wird, das Monster ist er halt geslowt. Ihr seht gerade oben, mit meinem Blitzlaser, mit meiner Blitzwaffe, hau ich übel Schaden. Natürlich habe ich da auch einen kleinen Cooldown, da muss ich halt wieder aufladen. Und ich mache hier gerade Japun, vielleicht sieht man das ja sehr gut, damit ich ihn halt slowe und durch. Dadurch auch dadurch gezwungen ist. Da, jetzt läuft er durch die Minen und das gibt schön Schaden, wie ihr gerade gesehen habt. Ja. Muss gerade also sogar eine schnelle Runde sein. Ja, das sieht nach einer sehr schnellen Runde aus. Also ich mache hier gerade die Harpoon, vielleicht sieht man das ja noch bei dir im Video gut. Dass er halt wirklich geslowt ist dadurch, dass er nicht so schnell wieder wegkommt und quasi festgebunden ist an der Stelle. Ja, war eine schnelle Runde. Das war eine sehr schnelle Runde. Monster hat eine geile Chance, Leute. Aber gut, ihr habt gesehen, worum es geht. ich wollte eigentlich nur eine Let's Show machen. Ich denke mal, da wird jetzt erstmal kein weiterer Part kommen. Wir werden das jetzt noch ein bisschen privat zocken. Und wenn das Spiel auf jeden Fall draußen ist, also wir werden das jetzt natürlich holen, werden wir, denke ich mal, ein bisschen mehr dazu auf jeden Fall noch hochladen und ein bisschen mehr Part zeigen und mal vielleicht mehrere Klassen zeigen. Also ich werde auf jeden Fall jede Klasse euch mal zeigen. Medic, Assault, Supporter und Trapper. Und vielleicht sogar von allen einfach mal jeden. Also weil, wie der Rico vorhin schon sagte, halt von jeder Klasse halt zwei extra Sachen gibt, die halt auch andere Fähigkeiten haben.
Und dann seht ihr das halt auch mal von meiner Perspektive, was der Rico jetzt zum Beispiel gesagt hat, dass er halt zum Beispiel ihn gefangen hat. In der Medic zum Beispiel, er hat ja so einen Punkt gerade die ganze Zeit gehabt, das Monster. Da haben wir halt extra Schaden gemacht und ja, ich denke mal, alles cool. Und hier sieht man am Ende nochmal, wie wir halt gelaufen sind. Ich direkt halt gleich am vorne, schön Vordermann, weil ich halt gesehen habe, wo er hingelaufen ist. Gleich hinterher. Und ja, wie lange haben wir es gebraucht? Wo steht's unten? Sehen wir jetzt die Zeit? 5 Minuten 11 steht da. Ja, war das Monster war halt like a boss. War eine schnelle Runde. Das war's von uns, Leute. Oder wir haben ihn halt echt schnell gecatcht. Nun ja, gut, ja, ne? Das war's von uns. Ich hoffe, ihr schaltet dann demnächst wieder ein. Also am 10. Februar auf jeden Fall wird, denke ich mal, ja, gleich zum Release, denke ich mal, hauen wir mal ein Part hoch. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Abo, was weiß ich. Und bis dann. Und ihr dürft auch kommentieren. Tschüss.